Sie sind hier, 27. Oktober 2018, Update vor 2 Minuten. Von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Viktoria Rebensburg fiel beim ersten Riesenslalom-Weltcup in Sölden im 2. Lauf zurück, Urheberrecht, Getty Images Update. Viktoria Rebensburg fällt beim Weltcup-Auftakt in Sölden im 2. Lauf zurück und verpasst denkbar knapp das Podest. Eine Französin siegt im Schneetreiben. Skirennläuferin Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Auftakt im österreichischen Sölden nur hauchdünn am Treppchen vorbeigefahren. Auf dem Rettenbachgletscher wurde die Vorjahressiegerin aus Kreuth im Riesenslalom bei Schneetreiben Vierte. Es fehlten 500stel Sekunden zur drittplatzierten Olympiasiegerin Michaela Schifrin, USA. Es gewann Weltmeisterin Tessa Worley, Frankreich, vor der Olympiadritten Federica Brignone, Italien. Rebensburg, 29, ging mit 0,24 Sekunden Rückstand zu Brignone als Zweite in den zweiten Durchgang, hatte bei schwierigen Bedingungen aber große Probleme und fiel zurück. Im Ziel lag Rebensburg, in der vergangenen Saison Gewinnerin der Riesenslalom-Weltcups, 0,99 Sekunden hinter der ersten Siegerin des Skiwinters. Lena Dürr verpasste die Teilnahme am zweiten Lauf der 30 Besten um 0,60 Sekunden und kam auf den 38. Platz. Weit hinten landeten Veronique Roneck unter Wörsen, 55. und Andrea Filser, Wildsteig, 60. von Sportinformationsdienst.